Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir haben in der letzten Folge hier At die once. letzten Söldner ausgenommen. Ah, die Katapulte wurden hier sogar I'm on the trail. zusammengefummelt. So, und jetzt müssten wir in Konzelhauts Burg eindringen. Interesting. Ich weiß nur nicht wirklich, ob ich das auf direktem Wege machen will. Oder ob ich es nochmal über den Höhleneingang versuchen will. Auf jeden Fall waren die Jungs ja hier ziemlich fleißig. Also haben ein ganzes Belagerungslager errichtet. Hier in der Nähe vom Befehlszelt war allerdings noch eine Truhe. Genau. An die kann ich mich noch erinnern. Todesbolzen verfehlt mich. Also ja, die ist nett, aber nicht so gut wie meine aktuelle. Dann kriegst du einen Machtgürtel. So. Erhöht wenigstens den Schaden, den du machst mit deinem tollen. Ach, mit dem Bogen? Ja, aber nur minimalst. Und ja, ich weiß auch, in der Höhle waren ziemlich böse Viecher unterwegs. So, wir sind noch im Schleichmodus. Genau, die Stahlrücken waren hier. Da kommt noch ein uralter Todesrichter angelatscht. Hand auf Degen. Splash!
good shot with this. Ja, ich glaube, ich hätte wirklich Heilung oder Wiederbelebung für Itobak nehmen sollen. Lava will be on seek. Can't get a good shot with this. This thing isn't doing the job. Backt gerade fest, okay. Okay. Oh, das Schild von Edea hat Maximum erreicht. Es gewährte einmal pro Ruhephase Drachenatem und hervorragende Schildabwehr. I'm here. Nicht schlecht. At once. Interesting. Margrin's fire cast light in dark places. Was haben wir hier drin? Noch eine außergewöhnliche Pistole und noch mehr Tränke, die wir irgendwie nie benutzen. So, okay, wir sind durch die erste Welle durchgekommen. Und hier geht's jetzt nicht weiter, oder wie? So wie es aussieht, müssen wir dann doch oben rein. Wir mal noch kurz gucken, ob hier irgendwo noch Rastvorräte rumliegen. Gut, wir haben noch 3 Stück. Hier haben wir, glaube ich, hier haben wir keine Rastvorräte. Hier haben wir einfach nur das Zeug übersehen. Hier waren keine Rastvorräte mehr drin. Hier haben wir auch scheinbar alles geleert. Und hier auch. Okay. Dann vielleicht noch bei den Kisten hier hinten? Nö. I'll take a look. Okay, dann müssen wir durch die Portotür rein. Was unangenehm werden dürfte. Alguls sind neu, auf jeden Fall. Save
doubt the Lord believe. I have. Quietly now. Die Jungs hier sehen übel zugerichtet aus. Die steifen Finger der Frau graben sich noch immer in die Erde. Ihre zertrümmerte Rüstung zerquetscht sich um ihre angeschwollenen Glieder. Maden und Würmer wuseln in einer klaffenden Wunde in ihrem Rücken. Ein blutiger Hammer ruht dort, wo der Kopf der Leiche sein sollte. Knochensplitter und getrocknete Fetzen Gehirnmasse kleben im Gras. Die verbleibende Hand der Leiche umklammert ihre eigene heraushängende Gedärme. Der Verwesungsgeruch ist fast unerträglich. Ja. Da oben patrouilliert was. Ich höre es. Todeswächter und Alghuls mal wieder. Hier ist nichts. Okay. Warum auch immer er auf Sagani einhaut. Okay. Den konnten wir rausziehen ohne die anderen auf uns aufmerksam zu machen. Mann, das sieht echt blutig aus hier. Okay, du und sie, warte. Yes? Alof Steinhaus. Ah, Ulu Sen! How may I help? Lava will be on seek! Der wirft ihn mal wieder um. I'm here. So, ist das der Alkohol? Yes? Hier wurde definitiv jemand zerquetscht. Unschön. This isn't working. How may I help? I'm here. This isn't working. That's it. Not even slowing it down.
Ich muss ja sagen, Itomak kann so ziemlich gut eigentlich gegen einen so einen Gegner schlagen. Und wenn mehrere auf ihn losgehen und er flankiert ist, ist das doch nicht so gut. Okay, noch so ein Todeswächter. Mehrere. This isn't working.